und willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe die ganzen letzten Tage wieder gar nicht gevloggt. Letzten Vlog verlinke ich euch trotzdem in der Infobox. Ich bin heute bei Vanessa. Hallo Leute, sie hat meinen Arsch gesehen. Und was sagst du? Sehr schön. Ihr Arsch ist einfach dicker als meiner. Also ich meine, ist auch nicht mehr so schwer, weil mein Arsch ist echt klein geworden. Ich finde ganz ehrlich, deine Form ist unnormal schön. Bei dir ist ja alles Natur. Danke. Natur. Ich muss trotzdem mehr trainieren. Auf jeden Fall, ich habe uns jetzt hier zwei Toasts gemacht. Wir rauchen jetzt eine Pfeife, schon unseren zweiten Kopf. Ja. Willst und du Eis nehmen? Fjord. Oder nee, ich habe Wasser. Okay. Ich habe Wasser hier. Ich habe endlich herausgefunden, was ich habe. Ich habe ja seit fast 4 Wochen Durchfall. Ich habe anscheinend Giardien. Normalerweise haben irgendwie nur Hunde und Katzen Giardien, aber ich... Nur so kurz zur Katze geworden. Ja. Ja, das heißt, ich werde am Montag zum Arzt gehen und mir ein Medikament verschreiben lassen, weil das ist halt verschreibungspflichtig, was man dafür braucht für das Medikament. Im Internet steht zwar, dass Giardien eigentlich nach 3 bis 4 Wochen von selber weggehen, deswegen... Das Gute ist, dass es eigentlich fast vorbei sein müsste. Es ist jetzt meine 4. Woche, deswegen gucke ich am Montag, entscheide ich das spontan. Ich würde es trotzdem machen. Ja, besser. Sicher, sicher. Weil ganz ehrlich, selbst wenn du dann, keine Ahnung, eine halbe Woche oder eine Woche einmal Antibiotika nimmst, weißt du, dass es safe weg ist. Ja, weil es ist schon ätzend und nervig, Alter, seit 4 Wochen dieselbe Scheiße. Ja, wollte ich nur mal kurz sagen. Ja, wollte ich nur mal sagen hier, was hier abgeht bei uns. Und jetzt lassen wir den Abend noch ausklingen. Nach dem Kopf will ich schlafen wie ein Baby. Weil heute war echt anstrengend. Und morgen machen wir viel. Lass die Schranksachen und sowas machen, aber bevor wir Videos drehen. Das Ding ist, ich muss morgen auf jeden Fall kurz Haartönung auftragen, deswegen habe ich noch nicht gewaschen. Das muss 1,5 Stunden einwirken. So, ich will meine Naturhaarfarbe eigentlich rauswachsen lassen. Und dann das ist so eine Austauschbar. Ja, aber ja, die funktioniert wirklich. Kenne ich deine Austauschbar? Die funktioniert wirklich. Okay. Die kenne ich. Ah, okay, okay. Nee, aber ich muss das an meinen Ansatz auftragen. Ich muss sowieso so 1,5 Stunden einwirken und dann können wir in der Zeit aufbauen. Er ist so süß, Leute. Ja, du bist mein Engel. Dann guckst du meinen Toaster an und denkst dir so, ich will auch. Der hat schon gefühlt. Also vielleicht hat er sogar ein bisschen so Taste-Test gemacht. Kann sein. Der war so, lecker. Erika hat kurz vergessen, dass ich Hunde habe. Die sind so auf der Couch mit dem Toast. Die sind so, ja Mann, unser Essen. Hallo, es ist der nächste Tag. Und wir sind hier in Vanessas alter Wohnung. Wir müssen jetzt hier ein bisschen was aufräumen. Meine Lippen sind irgendwie kaputt. Schmutz. Die Madame sagt mir einfach gerade, ach ja, wir haben ein kleines Problem, wir müssen hier diese Glasplatte kaputt machen. Nice. Die Glasplatte ist 240 mal 1 zu warm. Nee, mal 1 zu warm. Ihr wisst nicht, wie heavy ich bin, diese Wohnung loszuwerden. Ja, mit was machen wir es nicht kaputt? Ich würde sogar die Dings auf den Topper legen und dann mit dem Gewicht drauf batz. Jetzt könnt ihr das letzte Mal Vanessas Wohnung sehen. Ja! Hoch! Können wir uns bitte mal 2 Decken abdecken, weil ich echt dachte, Tücher, die sind richtig bereit! Ich stehe hier mit Gewicht! Hast du irgendjemanden eine Meinung eingeholt zu dieser Geschichte? Nein. Ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert, sage ich dir, wie es ist. Ein normales Glas bricht ja komplett. Boah, das macht voll Spaß. Das geht ja dann, das bricht ja dann gar nicht in der Mitte. Ist es leicht? Oh mein Gott, da spritzt mir die Fresse. Oh. Gut, dass ich meine Sicherheitsbrille anhab. Also ich sag dir ehrlich, das ist schwer. Bitte tu dir nicht weh, Schatz. Hast du dir nicht mal so ein Tutorial dazu angeguckt vorher? Jetzt bricht. Ja, aber wieso? Also ich hatte, glaube ich, vor, das einfach in diese Decken lang zu wickeln und dann so zu transportieren, wenn das kleiner ist, aber... Ja, das passt nicht in mein Auto, glaube ich. Ich dachte, wir können das vielleicht gleich so falten. Ja, habe ich auch gedacht. Aber nein. Was wir noch alles ins Gesicht bekommen. Ich habe kein... Bruder! Sie macht den Gewicht!
kaputt geht sie zwar, aber was bringt das, wenn das nicht in, also es bleibt ja ein Stück. Was ist das Problem? Dann wäre es ja besser, wenn es so kein Sicherheitsglas wäre. Ja. Weil dann könnte man wenigstens die einzelnen Teile nehmen. So bleibt es ja ein ganzes Stück, egal wie ich drauf haue. Ich sehe dich schon, diese Einkrebs so durch den Flur laufen mit einzelnen Scherben. Wow. Ja, weißt du, was aber der Witz an der ganzen Sache ist? Mhm. Kann man trotzdem nicht tragen. Außer wir brauchen so Sicherheitshandschuhe. Ganz ehrlich, was ist, wenn wir hier auf die Stelle nochmal drauf haben würden, das nochmal so klappen und das mit der Matratze da reinschieben? Dann ist nur die Frage, wie kriegen wir das hoch, weißt du? Aber warte mal kurz. Einfach unterlegen. Ja. Leute, ich bin so die Angstmaus. Ich hab so Angst, ich gehe so weg. Ich hab so Angst, dass ich in mein Auge fliege. Ich mach das schon alles. Kein Problem. Du hast auch gar keine Angst, ne, dass du dir irgendwie nicht verletzt oder so. Nein. Ich Angst haben, dass das passieren könnte. Das ist nicht. Die Platz ist halt nicht. Genau, vielleicht auf jeden Fall ein Reel zaubern. How to alles das Problem in den Griff bekommen. Latex. Ja, bring things. Hast du hier irgendwo eine, in der Nähe Glasding? So Gläser? Ja. Ja, noch kleiner machen. Bro, das geht doch nicht. Vielleicht schon. Ich bin willst du dann da stehen mit dem Gewicht und drauf? Ja. Ich muss kurz Brainstorming machen. Okay. Mach mal. Ich habe eine Idee. Was ist eine Idee? Also, wir werden die Teile jetzt so klein machen. Dass sie in den Karton passen. Dass sie in den Karton passen und natürlich nicht so viele, weil. Ich finde es ja witzig, dass du die ganze Zeit sagst, wir befinden uns in meiner Wohnung und die Maus macht gerade alles, weil ich mich nichts traue. Ich bräuchte halt eigentlich Handschuhe. Ich würde dir gerne was geben. Ich habe wirklich nichts. Ich habe auch nichts. Kannst du mal kurz googeln, ob man. Google mal kurz, ob man Sicherheitsglas klein bekommt. Dass man das so abreißen kann. Sicherheitsglas schneidet, wie ihr am besten auf die professionelle Hilfe eines Fachbetriebs. Hinweis. Einscheibensicherheitsglas. Ich habe das erste Stück. Stück. Super. Und das kriegt man auch durch den Schlitz. Durch den Schlitz? Weil dieser Glascontainer. Umzug mit Vanessa, be like. War der echt schwierig? Ah. Ich hab... Nein. Was hast du gemacht? Kleiner Splitter. Also Leute, wir waren jetzt draußen und haben immer noch keine Handschuhe gekauft. Deswegen, Was machst du da? Ich will das da draufkippen. Meinst du, ich heb das per Hand ab? Ja, nee. Ja. Geht das? Ich will nicht. Ja. Ja, was ja? Also geht's schon irgendwie. Aber? Was ist das aber? Ich seh nichts. Ja, ich kann es nicht schwer erklärbar. Mach weiter. Scheiße, was ist denn das Problem? Ja, das ist ja noch nicht... Du musst noch viel weitermachen. Warte mal. Ich drücke von unten dagegen jetzt. Aber du musst dich draufstellen. Ich drücke hier dagegen, damit die nicht weiter nach vorne rutscht. Mann, ey. Ja, okay. Ah! Warte, Bruh. Richtige Amateure, Alter. Egal. Irgendwie hat's geklappt, muss man schon sagen. Ja, eine gute Idee war das. Toll. Klasse. Machen wir einfach da rein und die anderen beiden schmeißen wir einfach unten rein. Ich hab ja keinen Bock mehr. Ey, wir sehen richtig lost aus. Ich habe das Gefühl, ich stinke maximal. Wir haben versucht, alle Sachen gerade von der alten Wohnung in der Wertschöpfung hochzubringen. Dann hält dieser Typ uns an und sagt so,
Ja, wenn das Restmüll ist, müssen sie pro Sack 7,80 Euro bezahlen. Bro, wir hatten 5 Tüten dabei. Sehe ich aus, jetzt würde ich Geld. Hab ich einen Esel im Keller? Hab ich einen Esel im Keller oder einen Drucker? Ich glaube nicht. Ja, jetzt stehen wir auf jeden Fall hier. Eigentlich waren wir richtig motiviert, so 6-7 Videos zu drehen. Was drehen wir heute? 3. Nein, wahrscheinlich nicht mal. Also, ich hoffe, wir kriegen das hin, 2 Videos zu drehen, weil ein bisschen gebloggt habe ich ja auch, aber wenigstens so Quatschvideos, weil dann gehen wir nämlich gleich duschen. Aber wir, die süße Maus wollte mir noch helfen beim Umzug. Oh, mein Herz kalt. Ja, deswegen, wir bauen jetzt noch einen Eckschrank auf, werden wahrscheinlich Pfeife rauchen. Wenigstens haben wir irgendwas weggebracht, übrigens die Glasplatte, weil ich habe eine lange Aufnahme mit der Glasplatte gemacht. Oh ja. Die ist jetzt da geblieben, weil vielleicht, je nachdem wie es zeitlich läuft, ich sehe schwarz, ehrlich gesagt, aber ja, mal gucken. Ich brauche so fette Handschuhe, dann kann ich nämlich die einzelnen Teile alle kaputt reißen. Ich habe ja 2 Teile schon abgerissen. Ich habe ja nicht mal diese Kraft, das zu machen. Ich schon. Ich bin die Maus ist so, ich schwöre, die Maus ist zwar klein, aber richtig kräftig. Ich bin eher so die Maus, die eigentlich gut zusammenbauen kann. Ja, stimmt, das kannst du echt. Aber tragen bin ich eigentlich raus. Ich kann nicht tragen, alles, was so mit Kraft zu tun hat, bin ich hier raus. Also, ich kann abreißen alles, aber dafür brauche ich halt diese fetten Handschuhe, damit ich halt nicht die Glassplitter überall habe. Dann würden wir das alles in den Karton bringen, dann würden wir den Karton zusammen runterbringen und würden das alles einzeln in den Glascontainer tun. Das würde ja gehen, aber wir haben halt nicht die Handschuhe und wir haben nicht vergessen zu kaufen. Ich habe ja aber angeboten, damit wir wenigstens irgendwas gemacht haben, werden wir das hier jetzt aufbauen. Damit das wenigstens hier nicht mehr im Weg rumliegt. Aber ich fühle mich hier trotzdem viel wohler in der Wohnung. Ich fühle mich hier auch super wohl. Scheiß auf. Ich habe keinen Bock mehr. So kann ich nicht arbeiten. Der Hammer ist euch scheißig. Vanessa Schenkel, kleine Gabeln. Dann diesen Werkzeugkoffer von Ikea. Ich schwöre, ich warte da drauf. Ja, das ist wahrscheinlich das einfachste Geschenk. Ich werde 3, ne? Ah, das ist das kleine Stück. Was Wie lange haben wir jetzt bis jetzt gebraucht dafür? Boah, ich weiß nicht, haben wir irgendwo gefilmt, weil wir geschätzt haben? Nee, ich habe nur zwischenzeitlich irgendwann eine Insta-Story gemacht. Leute, wir können nicht mehr. Kamerahaltung 1A. Was sind denn die ganzen Böden dafür? War das mein Glas? Was? Das ist deins. Ah. Jetzt die Böden stehen da hinten. Also aber die will ich ja erst reinmachen, wenn ich die Sachen einräume, weil ich muss gucken, welche Höhe. Kann sogar sein, dass ich noch 1, 2 holen muss, aber die haben ja auch gar nicht die Tiefe wie ein 50 cm Schrank. Deswegen, ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Also, kompliziert. Ich bin mal gespannt. Also wir stellen den auch da rein, ne? Dann muss ja auch dieser Schrank noch weiter nach vorne, oder? Ja, weil das noch ausgesägt werden muss aus dem einen Schrank. Ich sag euch ehrlich, das war kompliziert as fuck. Also ich habe schon alle jegliche Art von Ikea-Möbeln aufgebaut. Egal ob Esstische, Kommoden, normale Schränke, Stühle. Ich habe alles. Alles, ich kann aufbauen, kein Problem. Aber dieser Eckschrank, diese Beschreibung ist einfach maximal chip. Was soll das denn? Also sorry, aber Ikea kostet dich das ein Vermögen mehr, auf diese Kacke hier drauf zu schreiben, bitte drauf achten, wo der Schrank hinkommt. Also, egal. We did it. Danke, Erika, weil ich hatte keinen Bock mehr. Ich hätte aufgegeben, ich hatte keine Lust mehr. Das hat gereicht. Wohin kommt diese komische schwarze Sache? Das hier. Was ist das? Keine Ahnung. Gucken wir gleich. Das sieht nach dem anderen. Okay. Wir melden uns, wenn der Schrank steht. Ja. Leute, fragt nicht. Fragt nicht. Schwierig. Das ist heikles Thema, wir müssen einen Stuhlkreis lösen. Stuhlkreis? Ich schwöre, demnächst, ich schicke dir so Anmeldungsstuhlkreis. Ich schicke einfach so Kreis im Chat. Ich habe so einen Sticker mit Stuhlkreis. Wir können das ja nicht darüber schreiben. Müssen wir hier lang. Hey. Gib doch nicht, ja, du Scheiße hier. Mensch. Alter, ich kann nicht mehr. Ah, jetzt verstehe ich, warum diese Leiste da oben ist. Ja. Was schmiegt sich da an wie ein Puzzlestück? Ich glaube, wir sehen das gleich, wenn die Türe da ist. Oh, warte mal. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, ich wusste. Hier kommt eine Tür, hier kommt eine Tür und da kommt. Und der Schrank kommt ja noch an die Wand, aber da muss ja noch was ausgesägt werden. Und an dem Tag, wo der das aussägt, schieben wir das auf Seite. Dann macht er das aussägen, dann schiebt er das dran und dann macht er das fest. Also ich habe bei hier kommt eine Tür und hier kommt eine Tür schon aufgehört, dir zuzuhören. Wir machen jetzt hier eine Tür dran. Ja, das verstehe ich. Ich bin nur gerade nicht sicher, in welche Richtung. Ja, was sieht am besten aus? Weil an diese Tür können wir anscheinend keine Halterung machen. Das heißt, an diese Tür kommt hier eine Halterung. Dann wäre schlau, wenn wir hier eine machen, ne? Jetzt finally fertig. Wir haben die ganzen Türen angebracht. Nur diese Tür. Ja, kann man noch nicht zumachen, sonst kommt man nicht mehr dran. Das müssen wir hier noch dran stellen.
Vanessa ist gerade unter der Dusche, weil unser Essen ist hier angekommen. Wir drehen nämlich einen Mukbang. Ich sehe so aus, wie ich aussehe. Ich habe jetzt nur kurz meine Haare so ein bisschen mit Trockenshampoo aufgefresht. Aber das ist das Gute bei Extensions. Es geht für seit 15 Tagen meine Haare gefühlt nicht gewaschen. Nein, so lange ist nicht. Ich glaube 4 oder 5 Tage. Und ich kann sie so immer noch offen tragen. Das ist echt ein Segen. Ich muss mit Vanessa auch noch einen Termin besprechen. Wegen der Glasplatte oben werde ich auf jeden Fall nochmal kommen. Dann hole ich von meinem Vater so Handschuhe, damit ich diese Glasplatte so auseinanderreißen kann. Ja, und heute ist mir mein Nagel eingerissen. Das ist mir noch nie in der ganzen Zeit passiert. Obwohl das ein Tipp ist. Sehr komisch. Obwohl die so kurz sind, Alter. Sogar bei meinen XXL-langen Nägeln ist das mir das nie passiert. Naja, egal. Ich bereite jetzt noch schnell den Tisch vor. Und dann machen wir unser Mukbang. Hier ist ja ein bisschen Pappe. Und ich habe jetzt gesagt, wir schmeißen alles aus dem Fenster. Ich bin schlau, schlau. Also aus dem Balkon. Das auch weg. Aus dem Balkon, ja, ja. Damit wir es halt nicht runtertragen müssen. Dass wir es dann, dürfen kein Handy vergessen, wir müssen Licht, weil unten ist alles runter. Ja, dass wir es dann da halt in die Mülltonne tun, aber halt, dass wir den Flur nicht runtertragen müssen. Ich bin wirklich cool. Wir haben jetzt Feierabend. Wir rauchen jetzt noch eine Pfeife und dann fahre ich nach Hause. Auch gerne. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause und ich bin immer so eine Person, Leben am Limit. Ich habe noch 10 Kilometer Reichweite. Das geht auch gleich wieder weg. Ich gurke hier die ganze Zeit mit 70, 80, 90 maximal über die Autobahn. Und ich brauche noch... Ich bin bei meiner Mama. Und ich nehme jetzt die Leitung mit. Ah ja, die ist echt nicht schwer. Die hat Räder, du kannst auch fahren. Ja, okay. Das haben wir nicht die Besten. Ja, Treppe nicht, aber. Ich tue. Wir sind einfach im Futterhaus und Melinda so voll. Oh mein Gott, ich habe noch nie meinen Lebfisch gesehen. Ja, aber die Maus, die so am Laufen. Melinda ist wieder zu Besuch bei mir. Meine neue Kundin. Sie ist mir mit diesen Nägeln hier angekommen. Wir machen die Nägel jetzt neu. Zeig mal deine Inspo. Wir machen die Nägel natürlich kurz, weil sie ist eine kleine Maus. Aber ja, mal sehen, was das wird. Zwischendurch snacken darf natürlich auch nicht fehlen. Und das sind die fertigen Nägel. Okay. Und ich finde sogar, dass die Herzchen mir relativ gut gelungen sind. Ja, manche sind so ein bisschen dicker, manche ein bisschen dünner. Bist du okay? Zeig mal nochmal Daumen. Daumen ist schön. Schön, schön.